wie ich. Die süße Selin ist auch wach. Guten Morgen, Selin. Guten Morgen, mein Schatz. Komm her, mein Baby. Deine Haare sind sehr schön, Selin, Schatz. Bitte schön, Mäuschen. Selin, was willst du werden, wenn du groß bist? Oh, ist das schön gesagt, mein Schatz. Was mit mir? Nix. Das ist ja süß. Mama ist toll, gell? Mein Schatz, so wie Mama sein. Ich habe für die Kinder mit Butter und Käse gemacht. Ach, Tee. Selin, mein Schatz, dein Tee. Was denn, Schatz? Das ist schon kalt. Kann sie während der Fahrt trinken. Ja, beziehungsweise abgekühlt, richtig. Bitte schön, mein Schatz. Trink das. Du bist draußen heute. Vitamin C. Das ist wichtig, mein Schatz. Das ist schön bitter, das ist gut. Ja? Stoffwechsel anregen. Stoffwechsel auch einfach mal in die Natur, egal wie ich ihn hätte. Hier, mein Schatz. Gott sei Dank regnet es nicht. Helen, du hast Glück. Ja, gestern hat es voll geregnet. Ja, deswegen. Mir ist bestimmt ausgefallen. So lecker. Stimmt auch. Papier. So, die Selin ist eingepackt für draußen. Hallo, wer bist denn du? Ich sehe nur ein bisschen Nase und Augen. Guck mal, Rucksack passt da weg. Anziehen, Schatz, los. So, Schlüssel, Schatz. Willst du Auto? Meinen, dein? Wer bist du? Beweis es. Viel Spaß, mein Schatz. Langsam, Selin. Selin ist auch fertig. Ich habe gedacht, ich habe die gerade noch gehört. Juhu, super. Alles gut geklappt. Der Gianni noch, aber Gianni hat Zeit. Selina hat heute Naturtag, musste etwas früher hin als sonst. Ich bin zurück vom Penny. Hab ganz schön viele neue leckere Sachen gekauft. Das habe ich heute gekauft und das werde ich heute auch machen. Es ist jetzt 5 vor 9 und das wird bis 2, 3 Uhr auf eine Stufe vor sich kochen. So, danke, Schatz. Auf die dicke Kartoffeln. Das stimmt, die sehen echt dick aus. Das kann ich mal zeigen. Ich habe dicke Kartoffeln. Ja. Damit kriege ich Patricia satt. Die Arme hat so viel abgenommen, weil sie nur Obst und Gemüse isst. Noch nicht mal richtig Obst, sondern nur bestimmtes Obst. Dann nur noch habe ich hier so einen Kopfsalat gekauft. Und der ist total, ja, frisch, gut. Habe ich gemeint, mach es dir gleich zum Frühstück, damit du was im Magen hast. Dann kann nichts essen. Gemüse werde ich jetzt noch nicht reinmachen, sonst ist das wirklich sehr, sehr weich. Ich werde aber Salz, Pfeffer reinmachen, jetzt schon. Und keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Wie heißt das, was wir immer früher in die Hähnchen, die Suppengemüse, da ist doch immer so ein Kohl dabei. Sellerie? Nee, Sellerie ist es nicht. Doch. Ja? Ja.
Sehr hast du auch gekauft, oder? Ich habe auch eins gekauft. Ja, das ist Sellerie. Ja. Yeah. Da denke ich, dass ich es. Egal, auf jeden Fall, das schäle ich jetzt und dann kommt das in die Suppe. Kann das Geschmack abgeben mit dem Fleisch zusammen. Später kommen dann Kartoffeln rein, Lauch, Zwiebel kommt rein und Karotten kommen rein. Ja, so ein bisschen Gemüse, Paprika, Zucchini habe ich auch gekauft. Zucchini kann ich auch reinmachen. Ich falle gleich in die Kamera. Mein Lieben, ich habe jetzt Gemüse zusammen in einer weißen Schale geschnitten, klein geschnibbelt. Hier habe ich das Rindfleisch. Hier ist das Gemüse, was ich klein geschnitten habe. Ich im Penny jetzt die hier gefunden. Zutaten: Hartweizen, das kann die Patricia nicht essen. Getrocknete Tomaten, getrocknete Basilikum, getrocknete rote Beete. Und die Nudeln kommen dann in die Suppe rein, so wie die Chinesen das machen. Diese großen Teller, die muss ich auch mal kaufen. Das heißt, diese schönen weißen Teller, die, dass man auch mal solche Sachen essen kann. Nicht normale Suppenteller, sondern so große, schöne Suppenteller, dass das auch mal was anderes ist. Hallöchen, ich habe mich gut ausgeruht. Patricia hat mich geweckt. Ich bin mit meiner tollen Suppe fertig. Warte mal ganz kurz, ich hole das Auto. Das Fleisch fällt. Beziehungsweise fällt so schön. Es ist alles sehr gut und angenehm. Riecht auch super. Idris hat auch noch Schärfe reingemacht, Und der Kräuter. da kommen die Nudeln rein. Zusätzlich. Kleine, warte, weil ich so einen Hunger, ich freue mich total drauf. Nimm dein Trinken mit dran. So, jetzt guck ich mal, ob die Nudeln durch sind. Ja. Sag mal hallo, ihr Lieben. Schatz, du musst nicht vom Fenster springen. Das ist alles gut. Außerdem ist das nicht hoch genug. Ich kann dir helfen, Schatz. Das ist echt überwindend. Okay, das ist wirklich schön warm. Soll ich dir helfen, Gianni? Na gut. Gianni, bist du mein Sohn? Wo gehen wir jetzt hin, Jan? Zu Penny? Eis holen. Eis kaufen? Na gut, dann machen wir los. Denk an meinen Kürbis. Und Kürbis, okay. Keine Ahnung, Gianni. Hallöchen, Leute. Ich bin jetzt mit Gianni unterwegs zu Penny. Ja, kleinen Moment. Dankeschön, Gianni. Danke, mein Schatz. Der süße Mann kommt mit, weil er sich Eis kaufen will. Du willst dir Eis kaufen, gell, mein Schatz? Na gut, dann gehen wir dir mal Eis kaufen und für Mama Kürbis, okay? Patricia möchte. Du gehst mit, okay. Pfandflaschen nehmen wir auch mit, Gianni. Hallo. Ich habe. Ja. Ein anderer auch. Ja. Name. Wo? Wie andere Name? Ach so, ja, ich weiß, was das ist. Okay. Ach ja. Darf ich geben? Ja, natürlich. Clementino, ja. Okay. Gianni, Paket. Halt mal fest. Ich habe die ganze Zeit auf Paket gewartet gehabt. Und es ist da. Es ist jetzt da. Juhu, Acelia ist auch da. Oh.
Itzi, ja. Wir weitermachen, dann war's, ja? Das eine Paket ist für dich. Ich weiß noch. Ja? Okay. Und eines ist für die Argelia. Hier, Schatz. Wir beide machen dann mit dann was, ja? Das kriegst du danach auch geschenkt. Okay? Du musst es... du kannst schon damit umgehen. Ich bin gespannt, wie das wird. Wie es dir gefällt, wie du damit umgehst. Auf jeden Fall ist es cool. Okay, mein Schatz? Ja. Das ist für die Isel und damit werden wir ein Video drehen. Ich freue mich schon drauf. Heute ist echt ein tolles Wetter, oder? Ja, ich freue mich voll. Speicher? Ah, sorry. Dahin. Genau. Okay, der Gianni wartet unten. Ich gehe jetzt Eis mit ihm holen. Ich gehe zu Penny, Kinder, ja? Ja, holst du uns auch Eis? Der Gianni kauft bestimmt einen Karton, wo genug für alle drin ist. Hallo Gianni. Na, mein Baby. Alles gut? Komm, gehen wir, mein Schatz. Ich war in meinem Kindergarten. Und, wie war's? War's schön? War schön? Ja. Okay. Gut, ja, dann steigen wir mal ein, am besten von der Seite. Nee, komm, steig von hier, Schatz. Gianni, komm, Maus. Gianni Bär. Ja. Ja, steig ein, Schatz. Dann komm. Okay, mach zu, Gianni. Ich kann dich nicht tragen. Komm. Guck mal, meine Hände sind voll. Komm, Gianni. Heute ist nicht dein Tag zum Laufen, gell? Komm. Gianni, wollen wir rennen, wer schneller da ist? Komm, ob du schneller da bist oder ich? Wollen wir rennen? Gianni. Wetten, dass ich schneller bin wie du? Oder bist du schneller wie ich? Komm, rennen wir. Auf drei, ja? Eins, zwei, drei, los! Wer ist schneller? Wer ist schneller? Wer ist schneller? Der Gianni ist schneller! Oh, Gianni, du hast gewonnen! Super, Gianni! Super, Gianni! Ich habe nicht gewonnen, aber du hast gewonnen. Toll! So schnell bist du, mein Schatz. Da machen wir jetzt unsere Pfandflaschen rein. Jenny, geh und such dir schon mal Eis aus, Schatz. Im Kühlschrank, wie immer, da wo du die dir immer holst, Schatz. Hallo, mein Schatz. Oh. Die Tür geht anscheinend auf, Jan. Eis ist da hinten. Ja. Pfandsachen hätte ich jetzt auch erledigt. Gut. Gianni, wo bist du? Gianni, ich hab dich gefunden. Holst du dir Eis? Okay. Eine Schlange, eine Kobra ist das. Kobra-Eis, gut. Ja, mach da rein. Ich hab keine mehr. Das hast du keine mehr.
Willst du dir auch was zum Trinken holen? Guck mal, hinter dir sind Fruchttiger. Guck mal, da sind Fruchttiger. Magst du eins haben? Mit dir. Da? So was? Fruchttiger. Mhm. Magst du? Was ist das? Das ist Apfelkirsch, Apfelerdbeer. Wo ist die Erdbeer? Da ist Erdbeer. Drei Erdbeer? Zwei? Drei? Zwei, ja. Zwei, okay. Und noch Kürbis für Mama, komm. Was ist Kürbis? Was ist ein Kürbis oder wo ist ein Kürbis? Da sind die, dann machst du noch einen Kürbis für Mama rein. Etwas schönere. Ja, das sieht schon besser aus, Gianni. Nicht reinschmeißen, sonst geht dein Eis kaputt. Ja, nicht reinschmeißen. Ja, du machst dein Eis kaputt, Gianni. Nein. Ja, doch, du schmeißt alles einfach nur rein. Nein. Das macht man nicht. Nein, macht man gar nicht. Man schmeißt nicht die Sachen rein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Krieg ich einen Kuss? Nein. Oh. Dann kriegst du einen Kuss. Okay, danke schön, mein Schatz. So, brauchen wir noch irgendwas, Gianni? Das. Kartoffeln haben wir. Ja. Was brauchen wir noch? Das. Ah, was ist denn das, was ich da letztes... Zeig mal, wie das heißt. Zeig mal, wie das heißt. Mach mal deine Jacke weg. Knollensellerie. Ja. Lag ich jetzt richtig oder nicht? Ich wusste gar nicht mehr, wie ich das genannt habe. Und Karotten? Karotten habe ich gestern gekauft, mein Schatz. Ja. Zwiebeln haben wir auch noch da. Äpfel hat Mama schon gekauft. Das sind auch Äpfel, haben wir. Eisberg habe ich gestern gekauft. Mein Salat. Ja, Salat, ja. Aber trotzdem ist das ein Eisberg. Endivien. Salat. Kopfsalat haben wir auch. So, gehen wir weiter, Jenny. Tomaten brauchen wir auch keine. Gehen wir weiter. Vorsicht. Oh, Jenny, haben wir das fallen lassen? Waren wir das? Das weißt du? Ja. So was machst du? Ja, das war nur ich. Okay. Komm, Jenny, gehen wir weiter. Würde ich dir nicht empfehlen. Das ist kein echter Fisch, der ist bestimmt gepresst. Ja. Nee, nee. Mama, will nicht. Nein, nein, würde ich dir auch nicht empfehlen. Kokosnuss? Hol dir Kokosnüsse. Da sind Kokosnüsse. Guck da. 30% billiger, bitteschön. Wahrscheinlich kurz vor Ablaufen. Kokosnüsse. Mama, Papa. Mama, Papa, ja. Unsere Kinder trinken das gerne. Ja, Schatz? Ja. Soll ich dir geben? Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Wollen wir mal fragen, wie viel das kostet? Es kann sein, dass es teuer ist. Ja. Komm, ich frage mal, wie viel es kostet, ja? Keine Ahnung. Bleibst du kurz hier? Ja. 2,49. Gianni, ist leider zu teuer. Was? Ist zu teuer. Ja. Sie sind zu teuer, denn Gianni will sie nicht. Komm, gehen wir weiter, mein Schatz. Ist zu teuer. Wenn ich 4 Stück kaufe, wird es richtig teuer. Ja. Komm, Maus.
Hol mir, glaube ich, auch was zum Trinken, Gianni. Gerne, mein Schatz. Wir haben Niki da oben. Mhm. Dann kaufe ich dir eins, ja? Wir haben Niki da oben. Okay. Da lang? Papa reicht. Weiter. Reicht auch, okay. Da ist Fleisch. Ja. Wollen wir mal gucken, was da ist? Ja, da ist Fleisch. Hier ist Fleisch. Wow, so viel Fleisch. Fleisch. Moment, Gianni, ich hole ihn dir raus. Bitte schön, mein Schatz. Okay. Oh, alles gut, mein Schatz. Bist du mein Sohn? Und Mamas? Und Mamas? Hast du gesagt? Ja. Du liebst deine Mama, gell? Meine? Okay, meine auch. Auch gut. Gianni? Was denn? Ah, nicht die, aber eine andere kriegen wir. Die sind zu teuer. Einzel sind die zu teuer, Schatz. Wir kaufen dir Quetschis. Und die? Nee, wir kaufen die andere. Die sind auch zu teuer. Komm, ich zeig dir, welche Quetschi wir kaufen. Wir kaufen dir jetzt Quetschi, mein Schatz. Komm, ich zeig dir welche. Du kriegst deine Quetschi. Ich glaube, die sind im anderen Gang, Schatz. Du kriegst Quetschi, versprochen. Ah, hier sind die Quetschis, Gianni. Quetschi! Die hier, mein Schatz. Mit Mango und Apfel? Okay? Nehmen wir die mit? Da sind 4 Stück drin. Für Acelia, für Itzi, für Gianni und für Selin. Okay? 4 Stück. Mama ist kein Quetschi, Mama ist was anderes. Machen wir zu Hause auf, mein Schatz, ja? Gut, machen wir zu Hause auf. Mach hier rein. Nicht schmeißen. Ich schmeiße nicht. Genau, du bist auch toll, Mäuschen. Ich kaufe jetzt noch Brot. Ich habe Hackfleisch mir genommen. Und werde einfach so burrito-ähnliche Rollen machen. Ich nehme jetzt das noch mit. Tortillas. Noch so Soße, was ich da reinmachen kann, dann habe ich es hinter mir. Bring es zurück. Ich muss gleich bezahlen, ich kann nicht. Okay, ich guck schnell für dich, ja? Ja, nee, du kriegst... haben deine Klamotten mitgegessen, dein Joghurt, Trinkjoghurt. Und Schuhe gehören nach draußen, Gianni? Ja. Nein. Deine Schuhe bringst du jetzt nach draußen. Das hat der Gianni jetzt getrunken, Gian. Bring deine Schuhe nach draußen. Nein. Bring deine Schuhe nach draußen. Nein, du. Ich muss Essen machen. Nein. Gianni, na los, sei lieb. Nein. Klar machst du das. Ich bin mit Gianni wieder zurück. Gianni, machen wir was zum Essen? Mama. Ja, Gianni? Ei.
Da musst du zu Mama gehen, Schatz. Mama hat dein Eis. Mama, du Gianni, es gibt erst Eis, wenn du die Schuhe wegbringst. Ja. Mama. Sag doch, du machst jeder das schon. Kann so, Schatzi, ich fange mal an, Essen zu machen. Ich hab schon. Schatzi, ist Kartoffeln. Eis. Ja, bitte schön. Das ist ja ein Wetter. Ja. Also vier. Ja, ganz viele. Fingereis. Aber das ist ein Tiger, deshalb sagt er. Ich habe gesagt, das ist ein Tiger, ist ja. Denn die Steine und die sind die Steine. Ah, das ist ohne Steine, Gianni. Ich wollte Steine. Das ist ein männlicher Tiger. So, dann lege ich mal los. Martin, ist deine Nägel kaputt? Nein, guck mal, die sind alle ganz. Ich hab hier. Gibst du mir Knochen? Ja. Johnny, oben sind die Mädels. Du kannst mal gucken, was sie machen. Sag, hallo Mädels, ich bin da. Wer freut sich? Boah, es ist kalt. Es ist Winter. Wenn hätte es jetzt geschneit, wäre ich so ein Eisblock geworden. Wir müssen erstmal deine Hose kaputt machen. Du brennst doch nicht. Doch. Wenn ich guck mal, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Schlafwandel. Ja, Schlafwandel. Und dann ist sie vom Fenster gesprungen. Ja, und ins Pool. Und da war leider kein Wasser drin. Trainer, darf ich zum Schwimmbad? Heute wird der Dreier eröffnet. Ihr kommt dann mit 2 gebrochenen Füßen zurück. Also 2 gebrochenen Beinen. Trainer, darf ich heute ins Schwimmbad? Heute wird der Schwimmbad eröffnet. Der Trainer wird, ja. Dann kommt er mit gebrochenen Armen und 2 gebrochenen Füßen zurück. Einen gebrochenen Fuß. Ja. In den Rollstuhl.